So Leute, willkommen zurück zu Golden Sun, die dunkle Dämmerung. Oh je, yeah, am letzten Mal sind wir in den Albtraumsumpf gestolpert, beziehungsweise eigentlich schlafen wir ja gerade. Oder so ähnlich, wir sind in irgendeinem Schlund jedenfalls drin. Und wir wollen Kolima retten von einem Fluch, denn diese netten kleinen Traumblätter, von denen wir gehört haben, die sorgen dafür, dass momentan alle Leute nette kleine Albträume bekommen. Das ist ja irgendwie nicht Sinn der Sache, ne? Die sollen ja wieder gut schlafen können. Und genau deswegen kümmern wir uns jetzt mal um die ganze Angelegenheit hier. Wir haben auch schon so eine komische Echse gefunden, die irgendwie rumgecreept ist und das war gar nicht mal so schön anzusehen. Das heißt mit anderen Worten, erreichen wir ein Level, yay! Gucken wir doch mal, dass wir der ganzen Sache heute ein Ende setzen können. Oh nein, ich werde aber angegriffen von einer Tarantel, von einer Tarantula. Früher wurde mir immer gesagt, das heißt Tarantella, weil sie so groß sind wie ein Teller. Aber irgendwie, damals habe ich es geglaubt. Strange. So, dann wollen wir doch mal wieder ein bisschen für Heilung sorgen. Und zwar nehmen wir dafür den ganzen Krempel, den wir haben, den wir wahrscheinlich im Spiel nie brauchen werden. Und genau deswegen werde ich jetzt mal ein bisschen so. Ich benutze jetzt erstmal, fällt mir gerade auf, von Amity diese ganzen Sesamklöße und so. Denn die werden wir eh nicht brauchen. Ups. Zack. Das sind einfach nur ganz normale Heil-Items und die nehmen Inventarplatz weg. Das kann ich nicht verantworten. Ah, lass mich mal raten, wo das jetzt hinfällt. Unten zur Kiste, oder? In diese Markierung. Ah, auf einmal ergibt alles einen Sinn. Endlich kann ich darüber rutschen. Schön. Schön, schön. Oh, guck mal, ich kann sogar direkt darunter jumpen. Muss ich auch, weil ich hier nicht weiterkomme sonst. Wow, Geronimo! Pop. Und auf diesen Ort. Sehr schön. Aha. Genau so mag man das. Gut, dann wollen wir das hier mal wieder einfrieren. Amity, bitte, dein kalter Griff mit deinem eiskalten Händchen. Weil du auch so ein eiskalter Typ bist. Nicht wahr, Amity? Volles Rohr. Geht so. Na gut, jetzt kommen wir endlich darüber. Mann, braucht doch mal Zeit. Ich bin da rumgerutscht wie so ein Dödel beim letzten Mal. Und schon geht's weiter. Das Vieh müsste jetzt eigentlich auch eingefroren sein, oder? Das kann uns dann ja jetzt nichts mehr. Gut, es hat auch eigentlich so nichts getan. Es hat nur versucht, uns umzubringen, indem es irgendwie den Boden unter unseren Füßen sprengen wollte. Aber es hat das ja nicht geschafft. So, wir greifen weiter drauf an. Einfach weiter angreifen. Succubus, lass uns in Frieden. Bam. Good job, Amity. Die Schmetterkeule auch nochmal. So, der letzte Angriff kann auf den Succubus gehen, aber dieser hält das leider aus. Meine Güte, die sind echt widerstandsfähig, aber wie gesagt, solange sie mir gut Erfahrungspunkte bringen, was definitiv der Fall ist, möchte ich mich da als allerletzter drüber beschweren. Über 1000 für einen Succubus und plus irgendeinen anderen Gegner halt noch. Das ist verdammt ordentlich. Aber so richtig ordentlich. Muss aber trotzdem sagen, dass mich die ganzen Gänge hier etwas verwirren. So minimal. Weil allein dadurch, dass wir es in drei verschiedenen Varianten abgehen können. So, und hier möchte ich auf jeden Fall zu der Kiste. Wie komme ich zur Kiste? Ich muss ja... Okay, schon gut. Nein, verdammt! Ich dachte, ich hätte sie. Ich dachte, ich hätte sie. Aber das ist nicht der Fall gewesen, wie man gerade gesehen hat. So, dann müssen wir wahrscheinlich hier runtergehen. Und dann nach rechts. Ne, dann kommen wir nur zum Gang hier. Ah, hier rüber? Nee. Wahrscheinlich muss ich ja wieder irgendwas verschieben oder so. Was ich jetzt noch nicht kann. Bringt das was, hier nach unten zu gehen? Nee. Das bringt absolut gar nichts. Nach links zu gehen bringt wahrscheinlich genauso wenig, ne? Dann komme ich nur hier hin. Nope. Kann ich, denke ich mal, jetzt nur nichts machen. Das heißt, wir gehen woanders lang. Oder wir kommen einfach von hier oben. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Warte mal. Jawohl. Aha, genau. Auf einmal gibt alles einen Sinn. Oha. Die Gigantenaxt. Das sieht schön aus. Gib mal her. Wer will die haben? Gott, Amity, du kriegst so viel Scheiß mit dir rum gerade. Matthew, ich geb die Tyrell. Dann die Coily, man tragen wahrscheinlich Reef, oder? Oh ja, die ist sogar besser. Und der Froststab, ich denke nicht, dass der besser ist als die Waffe von Kiara, aber wir gucken mal. Nope. Nicht mal im Ansatz. So, dann wollen wir jetzt mal rechts weitergehen. Nachdem wir den kleinen Exkurs mit der Kiste hatten. Ne? Wollen wir ja auch wissen. Nein, ein Kriecher, schon wieder. Mein Gott, kriech dahin, wo du hingehörst. Bam, und das ist nicht auf dem Schlachtfeld, mein Freund.
Aber wenn du ganz schön viel aushältst, merke ich gerade. Nicht mal so viel weniger als der Superbus. Wie viele Punkte bringst du? 300. Okay, gut. Das heißt, der Superbus bringt trotzdem noch ein deutliches Stück mehr. Ein deutliches Stückchen mehr. Na, sieh mal an. Was kann ich jetzt wohl tun? Vielleicht hier diese Säule hinunterschieben, eine Abkürzung schaffen und generell einen Weg, den wir bisher noch nicht abgegangen sind. So. Ich dachte schon, das sah verdächtig aus. Aber nein, es also sah verdächtig aus. Oh, zwei Superbus. Dann greife ich doch mal zu etwas härteren Maßnahmen. Er hat bestimmt eine Windschwäche irgendwie. Ne, er wirkt auf mich wie Gegner, die eine Windschwäche haben. Frag mich nicht, woher das kommt. Oh, genau, einen Verflüssiger können wir mal einsetzen. Sehr nice. Tornado. Nein, ich habe keine Windschwäche. Dann habt ihr eine Venusschwäche. Oder Mars. Nein, Venus. 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 Biss. Frostiger Biss, meine ich. Ja, und Mars-Schwäche. Venus-Schwäche, habe ich gesagt. Nee, das ist eine Mars-Schwäche. Okay, alles klar. Flüssiger sah nice aus. Vielleicht auch beides. Nee, Mars-Schwäche. Okay, alles klar. Ich lag vollkommen daneben. Yay! Ihr bringt über 800 Erfahrungspunkte pro Einheit. Das ist ganz schön viel. Wir haben eine 22 für Reef. Der arme Kerl. Aber ich habe einfach keinen Bock auf Reef. Einfach so. Gut, wo komme ich hier hin? Jetzt bin ich da an der Stelle. Ich sehe auch gerade, ich muss das jetzt wieder schmelzen. Wow, was für Gegner. Ich greife einfach wieder mit geballter Power an. Ach, es sollte schon ausreichen, wenn nur zwei ihre Psynergie einsetzen. Das ist doch wohl mehr als des Guten, yay. Erholung. Oh, das ist aber nicht sehr nett. Da halt er dich einfach. Haltegriff. Gott sei Dank, dass ich mit mehr Fühl nicht angegriffen habe, also mit Psynergie angegriffen habe. So. Überlebt das auch noch beide, sogar der Typ, der sich nicht geheilt hat. Kritisch! Nein, nicht wirklich. Eruption! Au! That hurts a lot. Kampfwut. Mann, der verprügelt mich auch noch hier. Was habe ich eigentlich getan, dass ich solche Schmerzen erleiden muss hier? Okay, die bringen noch mehr Erfahrungspunkte. Und schon hat er Mutter Erde gelernt. Cool, das ist die Steigerungsform von Gaia. Auch wenn Gaia eigentlich Mutter Erde ist, aber wollen wir das mal nicht so genau nehmen. So, Heilung. Dab, 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 dam. Weg mit dem ganzen Kram. So. Guck mal, können wir direkt perfekt... Na, nicht ganz alle verbrauchen. Aber gut, Tyrone muss jetzt ohne auskommen. Denn ich möchte jetzt keine Nuss dafür benutzen. So. Einmal der Greifer, wenn ich bitten dürfte. Und ich denke mal, dass ich nicht hier vorbeikomme. Deswegen schmelzt es einfach direkt, weil es ist offensichtlich, dass ich hier so nicht vorbeikomme. Plop. Damit einfach komplett geschmolzen. Wie das ganze Gebiet aber auch immer verändert, ne? Schon beeindruckend. Sehr schönes Konzept. Gefällt mir. Gefällt mir. So, ist jetzt hier irgendetwas? Na, warte mal, wir müssen jetzt genau auf der anderen Seite rauskommen. Genau, können wir hier das Ding wegschieben. Wir haben nicht nur einen neuen Gang, sondern auch erneut eine Abkürzung geschaffen. Kisten müssten wir alle haben mittlerweile. Hier ist das Vieh, ne? Jo. Da... Linse ist auch gerade schon wieder nach uns. Wieso habe ich so das Gefühl? Wo sind die jetzt hin? Okay, es ist gruseligerweise nicht da, wenn wir von der Seite kommen. Oder es ist gerade erst woanders oder kommt jetzt erst oder irgendwie sowas in der Art. Hier ist es echt weg. Aber jetzt kommt es wieder, oder? Weil wir wieder auf so einem zerbröckelten Ding stehen. Hi. Mann, das ist nicht nett von dir. Hör auf! Ich hätte mal speichern sollen, merke ich gerade. Na, wo kommt denn dieses Monster her? Erst dieser unheimliche Sumpf unter dem Dorf und jetzt das auch noch das? Das verfolgt uns heute die ganze Zeit. Ich vermute, dass Kolima damals durch die goldene Sonne über den Sumpf platziert wurde, in dem diese Echse lebte. Ha, Kolima ist also gar nicht verflucht. Das Monster ist einfach nur sauer auf die neuen Ortsmieter, Obermieter und will Rache nehmen. Das würde ja heißen, das Monster ist gar nicht ein Albtraum, sondern Wirklichkeit. Das macht mir irgendwie Angst. Da kommt es. Bär, es ist total schleimig. Red kein Quatsch, Tyrell. Kämpfe. Ich kann Echsen nicht ausstehen. Macht euch bereit. Boom. Oh je. Horrorschädel erscheint. Creepy. King kann sogar fliegen. Und Spukschädel erscheint. Okay, Leute. Ihr wisst, was das heißt. Es wird wieder Zeit für Djinns. Erhöht den Widerstand. Den nehme ich gerne. Ich möchte erstmal meine Werte buffen, bevor ich irgendwie angreife. Was können wir nehmen? Mit Schädigung, mit Sandsturm, mit Schild, KP, Kosa, mit Herdertäuschgegner, mit Wirbelangriff. Du hast ganz schön viele Angriffsgins. Eigentlich nur Angriffsgins, merke ich gerade. Na gut.
Horrorschädel, Schlick. Der Schlick! Frage ist, sollen wir das auf einen konzentrieren? Machen wir mal. Drei Gegner sind schlimmer als nur einer. Erhöht die Verteilung der Gruppe? Ja, wunderbar. Und du auch noch irgendwas zum Erhöhen oder so. Am besten Angriff. Genau. Esse! Dankeschön! Dich kenne ich ja noch, mein Freund. Schlagweil, was kommt denn jetzt? Okay, wir können den scheinbar eh nicht verletzen jetzt. Erinnert mich ein bisschen an den einen Magier-Typen, den Sternmagier aus dem zweiten Teil. Falls es wirklich so wirkt, was ich jetzt einfach mal nicht hoffe. So, erstmal Widerstand erhöhen. Sehr schön. Angriff erhöhen. Und Ziegel nochmal die Verteidigung erhöhen. Mit einer wunderbaren Animation, wie ich finde. So. Das war schon mal ein ordentlicher Boost. Noch irgendwas? Für das einzige Finale. Ja. Schlag mal drauf und guck, was passiert. Du, meine Güte. Täuscht deinen Gegner hier auf den Horrorschädel. Du auf alle. Ja, stimmt. Was ist zweimal? Tatsächlich, jetzt kann zweimal die Verteidigung erhöhen. Aber wir haben gerade einen erhöhten Angriff. Das heißt, hau mit Kiesel voll auf die 12. Und du greifst mal mit Furie den Horrorschädel hier an. So, jetzt werden wir sehen, ob das ihn vor sämtlichen Schaden schützt, so wie ich es vermute. Wir haben ja ein paar Angriffe auch auf den Schlick, wie das Ding heißt, gerichtet. Schweifschlag. Autsch. Das tat ganz schön weh, mein Freund. Bam. Ja, okay. Es schützt sie nicht so sehr, wie ich befürchtet habe. Was ich persönlich sehr begrüße. Furia! Wow. Netter Angriff. Die Frage ist, kann der Typ Neues spawnen? Ich hoffe mal, dass dem nicht so ist. So, was machen wir denn noch? Führt einen eisigen Finalschlag aus. Klingt gut. Machen wir auf den Spukschädel hier. Amici kann man ein bisschen KP-Regeneration gebrauchen. Nee, warte, machen wir nicht. Das machst du mit Blüte. Das ist sinnvoller, während wir hier noch unseren erhöhten Angriff haben. Also, es stimmt, sie hat auch ein paar, natürlich auch Heil-Gins, einige sogar, sehe ich gerade, drei Stück, aber sie hat weder keinen Gin, die irgendwas von uns einfach erhöhen. So meinte ich das eigentlich gerade eben. So, Blüte. Ah, du schließt in der Blüte deines Lebens. Schön. Zimmer, senkt die Verteidigung von dem Vieh. Genau das wollen wir tun. Oh, der Schweifschlag hier. Das kannst du nicht bringen. Ice Dawn. Boom. Das war Schaden, nicht wahr? Das sieht er nicht gerne, das Vieh hier. Zimmer. Do your worst. Nice one. Verteidigung gesunken. So, gleich gehen wir zur Beschwörungsphase über, Leute. Mit Schlafeffekt. Jo, greif den Schlick an. Du. Muss ich jetzt selber heilen, damit wir gleich auch hier schön beschwören können. Ich glaube, du erhöhst nochmal die Verteidigung der Gruppe. Warum eigentlich nicht? Schädel und Täuschgegner. Genau, auf den Spukschädel. Oder. So, also gleich gibt es massig Beschwörungspower. Zwei davon haben wir noch nicht gesehen, von denen ich beschwören möchte. Bam, bam, bam. Solange du das machst, ist mir das ganz lieb. Wie gesagt, wir haben jetzt eine ziemlich hohe Verteidigung noch. Ich meine, der Effekt lässt zwar irgendwann nach, aber noch müsste er aktiv sein. So, was machen wir jetzt? Wir kennen schon Meteor und Boreas kennen wir schon. Das heißt, wir nutzen die Kraft von Odysseus für Amici. Du, meine Gute, benutzt die Macht von Thor. Du benutzt die Macht von Gericht. Und auch du benutzt die Macht von Odysseus. Schon sind alle ausgereift. Thor, den kennen wir noch nicht. Bitte finde auf dem unteren Bildschirm statt. Mit einem riesigen Hammer. Wow. Und Knüppel nieder. Genau, verwandelt seinen Hammer einen riesigen Bohrer. Stimmt, so war das ja. Neuzeit-Thor, was? Wow, und da fliegt das Ding voll auf den Schlick nieder. Das war Schaden, liebe Leute. Heilt sich selbst? Was? Oh, das war gar nicht mehr so wenig. Odysseus, den kennen wir ja schon. Habt ihr gerade die ganzen Djinns gesehen, die da oben auf Standby saßen? Plopp. Guck mal, da haben wir die ganze Heilung wieder zunichte gemacht. So, ich hoffe, jetzt kommt... Jawohl, Gericht. Immer noch einer der eindrucksvollsten. Wobei, meine Lieblingsbeschwörung ist Desaster, aber die haben wir noch nicht, die bekommen wir später. Judgment. Die Beschwörung, die eigentlich die gesamte Welt vernichten würde, aber das würde Meteor auch tun und viele andere auch. Also insofern passt das schon.
Oh yeah. Bam, ein Glück, dass nur der Gegner davon getroffen wird. Aber ich glaube, er ist tot. Schade. Wäre cool, wenn der letzte Odysseus das gemacht hätte. Hervorragender Job, Leute. Ganz gut runtergespielt und viel Erfahrungspunkte. Meine Herren. Okay, Verzeihung. Es tut mir doch leid. Es tut mir leid. Ich musste es tun. Tja, der Schlick, wie er hieß, ist down. Ja, und wir sind wieder zurück. Ah, seht nur, das Monster war echt, wirklich echt krass. Ha, und wir haben es besiegt, das Echsenvieh. Seltsam, alles, was wir in diesem Sumpf erlebt haben, fühlte sich an wie ein Traum. Aber es war Wirklichkeit. Ach, wie süß. Und weg. Da, das Monster. Ich wusste es, dieses Monster hat also wirklich existiert. Und ihr habt es vernichtet. Das muss ich sofort dem ganzen Dorf erzählen. Wir reden jetzt aber nicht nochmal mit allen Leuten. Sie sah glücklich aus. Wenn mir dieses Vieh ständig meine Träume verdorben hätte, wäre ich über dessen Tod vermutlich auch froh. Stimmt, das ganze Dorf würde zu Füßen liegen. Schließlich hatten alle unter diesem Biest zu leiden. Schön, dass wir allen helfen konnten. Kommt, gehen wir. Was ist das jetzt hier? Gib mal her, das brauchen wir offensichtlich für irgendwas. Matthew hält Schlicksam. Schlicksam kann... Ah, natürlich. Die Psy-Energie, ganz vergessen. Stammt dieser Zahn etwa von einem Sumpfmonster? Er verströmt Psy-Energie, das kann ich deutlich spüren. Dieses Biest hat die Kraft, den Boden unter unseren Füßen zu zerschmettern. Vielleicht trägt dieser Zahn... Oh, das war die falsche Stimme, merke ich gerade. Ja, vielleicht trägt dieser Zahn einen Teil der Kraft des Monsters in sich. Das müssen wir ausprobieren. Ha, eine Kraft, mit der man Steine zerschmettern kann. Klingt spaßig. Sorry, Amity, ich habe dir aus Versehen die Stimme von Tyrell gegeben gerade. Nein, eben nicht von Reef. So, die Verwirrung ist groß. So, schön, wir haben eine neue Psy-Energie, liebe Leute. Ganz vergessen gerade, irgendwie schon im Kampf vollkommen verdrängt. Zertrümmern, ihr schaut euch den Baum der Träume genauer an. Seine Wurzeln sehen krank und mitgenommen aus. Den scheint es immer noch nicht sonderlich gut zu gehen. Können wir da nochmal rein? Rein theoretisch? Nee. So. Euch haben wir jetzt gar nicht gebraucht im Endeffekt, euch zwei. Das heißt, wir werden euch mal schön wieder aktivieren. So, wir können jetzt bestimmt auch da oben rein. Ja, tatsächlich können wir das. Wie gesagt, ich werde jetzt aber nicht nochmal mit allen Leuten hier reden. So, aber ich könnte ein bisschen Heilung gebrauchen. Willkommen! 80 Münzen, ihr seid noch teurer als euer Dorf nebenan, aber ist okay. Ihr habt ja auch einen besonderen Service, nicht wahr? Bestimmt komme ich jetzt erst an den Djinn dran. Ich hoffe, ihr habt euch hier noch aus wohlgefühlt. Auf Wiedersehen! Endlich kann ich das Gasthaus wieder öffnen. Ich kann euch gar nicht sagen, wie glücklich mich das macht. Das kann ich mir schon vorstellen. Die Göttin von Ymir. In einem Dorf in der Nähe des Merkurleuchtturms lebt eine Priesterin, die als Heilige verehrt wird. Sie kümmert sich tagtäglich hingebungsvoll um die Kranken und Alten und pflegt sie so gut sie nur kann. Mia ist das natürlich. Wird irgendwas Leckeres gekocht? Apropos Kochen. Das werde ich gleich auch tun nach dieser Folge. Denn langsam plagt mich ein Hungergefühl. So, was haben wir da? Wie wäre es mit absolut gar nichts? Ich kann gar nicht aufhören aufzunehmen, Leute, aktuell. Das ist momentan mein Lieblingsprojekt, muss ich sagen. So vom... Macht mir am meisten Spaß. Das Traumblatt und seine Nebenwirkungen. Es ist bekannt, dass der Verzehr eines Traumblatts angenehme Träume bewirkt. Jedoch sollte man darauf achten, nicht allzu häufig an Traumblätter zurückzugreifen. Übermäßiger Verzehr kann zu schlimmen Albträumen führen. Das gilt als altbekanntes Sprichwort, weniger ist mehr. Okay, wollte gerade sagen, muss ja wohl irgendwie hier... Irgendeinen Nebeneffekt muss das Ding hier haben. Und hier sind nur die ganzen Betten. Ich muss sagen, ich wäre echt... Huch, was ist denn das? Ninja-Gewand! Oh, Leute, ich rieche Geschwindigkeitsbonus. Oh ja, und wie? Ich senke deine Attacke ein bisschen. Wie wär's, wenn du es einfach behältst? Ja. Zack. Sehr gut, was hast du dafür abgelegt? Bams. Okay. Schön, schön, schön. Also wie gesagt, in so ein Dorf würde ich auch gerne mal hingehen, um es zu besuchen. Hätte bestimmt was richtig Spannendes. So, irgendwelche Sachen, die es hier vielleicht noch gibt? Ich bin der König der Welt! Okay, alles klar. Wobei, das würde ich nicht tun. Also hier über Wurzel klettern. Nicht so wirklich. Nee, es wäre mir irgendwie ein bisschen zu gefährlich. Keine Ahnung, warum, wie ich darauf komme. Oh, noch was Schönes. Virtuo-Armreif. Was ist das denn Nettes? Und wer kann es tragen? Ist die wichtigere Frage. Was kann der machen? Achso, da steht 100 KP wieder her. Auch das doch. Nein, das wollte ich nicht.
so. Wer kann das tragen? Du nur. Hm, na gut. Na gut, na gut, na gut. So, da oben ist auch noch eine Kiste. Können wir die irgendwie einsammeln? Ja, offensichtlich können wir von hier runterspringen. Ich möchte vor allem den Gin haben irgendwie. Der ist mir noch ein bisschen wichtiger als die ganzen Kisten hier. Wobei, die sind auch nicht schlecht, ne? Man nimmt, was man kriegen kann. Wie zum Beispiel schon wieder Schutzstiefel. Cool. Stiefel sind nicht allzu häufig. Wer will die haben? Oh, die kann auch gar nicht jeder tragen. Und sie sind schlechter, sehe ich gerade. Verdammt! Dann nicht. So, da kann ich runterspringen, aber... Vorsicht ist geboten, denn vielleicht gibt es hier noch andere Dinge zu entdecken, bevor ich irgendwo runterspringe, willkürlich. Sollte ich doch erstmal gucken, ob ich hier nicht noch an andere Dinge rankomme. Das ist noch eine Kiste zum Beispiel. Hm. Okay, an den Gin komme ich hier offensichtlich nicht dran. Aber hier ist aber das eine Haus, ne? Wo die Cutscene startete. Jo, genau. Okay, geht's nicht weiter nach oben, ich wollte noch die Bücher hinter ihr anklicken. Heldenchronik! Ja! Finally! Dieses widerliche Echsenvieh ist endlich verschwunden und der Fluch gebrochen. Der Baum wird sich bestimmt bald erholen. Aber er sieht immer noch verdorrt aus. Die Dorfbewohner werden weiterhin von Albträumen geplagt. Was geschieht nur? Tja, übermäßiger Verzehr und so weiter, könnte ich mir vorstellen. Keine Ahnung, ob es jetzt daran liegt, aber wenn es da eben schon beschrieben stand, würde es mich nicht wundern, wenn das die Ursache ist. Über diesen Baum muss ich da wahrscheinlich hin. Aber ich konnte hier noch irgendwo runterspringen, oder nicht? Wo war das denn? Hier. So, was ist das überhaupt für einer? Waren wir hier schon drin? Ja, da waren wir definitiv drin. An dieses Buch kann ich mich erinnern. So, dann kommen wir auf jeden Fall schon mal an die Kiste dran. Hä, hey, der Venus-Gin! Wie kommen wir denn jetzt an den? Also, jetzt müssen wir da über den Baum da hinten erreichen. Moment mal. Momentchen mal. Liebe Leute, wir werden übrigens noch nicht in den Wald oberhalb von Kohima gehen. Und in den Teil, ich möchte erst nochmal zurück hier in den Untergrund, denn da war ein Stein, den ich zertrümmern kann. Keine Ahnung, ob mir das nur eine Abkürzung schaffen soll, aber... Ne? Da möchte ich mich auf jeden Fall nochmal umsehen. So, dann müsste hier der Venus-Gin sein. Ja. Wie konnte ich den übersehen? Achso, deswegen. Ah, ich sehe es gerade. Okay, schon gut. Ja, der Part ist wieder eigentlich ein bisschen zu lang, aber das stört euch ja nicht, nicht wahr? Wir gehen zuerst woanders hin. Und zwar hier. Das ist der Baum, der uns zum Venus-Gin bringt. Alles klärchen. Dann hätten wir das auch erledigt. Dann haben wir es immer noch keinen Merkur-Gin. Wo sind die ganzen Merkur-Gins, Leute? Ich brauche... Welche? Okay, es ist richtig. Ich musste kurz überlegen. So... Genau. Hi, mein Freund. Und schließe dich uns an. Flop. Der Venus-Gin Dold ist unser Mieses Verbündeter. Dieser Baumgeist lebte Kolima und sondert ein erfrischendes Gas ab, das Erschöpfungen kuriert. Oh, das ist ein sehr schön verzierter Gin, aber den kann ich natürlich auch wieder mal nicht benutzen. Tja, Miti, den darfst du dann jetzt erstmal mit dir rumschleppen. So, wo gehe ich jetzt hin? Wie gesagt, damit ich das nicht vergesse am Anfang des nächsten Parts. Wieder zurück in den Brunnen. Denn, ach Gott, und Witz, Leute, es gab so viele Stellen, wo wir diese Zertrümmerfähigkeit einsetzen konnten. In den Ruinen von Tepe war auch so eine. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo die Stellen alle waren. So, ab nach unten. Genau. Gut, wir gehen noch ganz kurz dahin. Und schön ist wieder eine friedliche Musik. Die könnten das Tor jetzt auch ruhig wieder öffnen. Vielleicht war es auch offen und ich habe es einfach nur nicht gesehen, weil ich zu schnell vorbeigerannt bin. So. Achtung. Gut, Leute, dann würde ich sagen, das war erstmal Golden Sun, die dunkle Dämmerung für heute. Im nächsten Part setzen wir das erste Mal diese Fähigkeit ein. Wunderbar. Und gucken, wo wir dann hingehen. Wir haben so viele Möglichkeiten. Nach Belinsk gehe ich dann erstmal noch nicht, denke ich mal. Aber vielleicht gucke ich mich nochmal erstmal außerhalb hier von dem Dorf um. Denn da war ich auch noch gar nicht. Sehen wir dann aber. Das war es erstmal für heute. Bis dahin. Ciao.